Wir müssen das Portal zerstören. Sofort. Na los. Leute, kommt. Ja, töte sie doch. Okay, Cyborg. Einmal bitte öffnen. Das wäre nett. Gut gemacht. Was hat er gerade gesagt? Ja, habt ihr den Sound da gerade gehört? Dieses Wurp, wenn sie rauskommen. Das klang gerade richtig ekelhaft. Oh, schon wieder. Schnell kaputt machen. Gut, jetzt können wir hier hoch. Und dann das hier. Ach, ich brauche erstmal Strom, oder? Ja, ich brauche erstmal Strom. Und wo soll ich den jetzt herbekommen? Soll ich jetzt wieder zurückgehen zu dieser einen Stromquelle? Ach nee, ich muss da oben, glaube ich. Einer kann doch einen Machtcontroller, oder? Ein Hunter kann das ja. Ja, kontrolliere ihn. Oder nee, anders gesagt. Kontrolliere sie. Gut gemacht. Ja, ja, und hier ist dieser Generator, damit wir ein bisschen Strom pumpen könnten. Gut, dann pumpen wir Strom. Und schon ist das Portal weg. Also hier können wir noch was bauen. Ganz wichtig. Eine Telefonzelle. Tatsächlich. Gehen wir jetzt hier in Back to the Future oder so? Okay. Plötzlich kommt eine Rakete. Ja, hat was gebracht. Ein Minikit. Sind wir mal plötzlich in so eine Telefonzelle reingegangen. Und schon kam eine Rakete. Ist auch immer, wenn ich in so eine Telekom-Telefonzelle gehe, dann kommt immer so eine Rakete raus. Aber es gibt bei uns so wenig Telefonzellen wie überhaupt. Also es gibt so wenig. Aber das Krasse ist, es gibt noch welche. So, vor meiner Haustür steht noch eine. Und das ist so krass. Oh, die ist riesig! Und mein! Achtung, Flash! Ich glaube, sie ist gut geschützt. Etwas, von dem ich Angst haben sollte. Als Haustier wäre das der absolute Hammer. Ich will so eins. Das Kraftfeld. Wir sitzen in der Falle. Falle? Oh nein! Game over, Mann! Game over! Ganz ruhig, Cyborg. Wir müssen herausfinden, wie wir die Bestie besiegen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das so toll ist, wenn das mein Haustier wäre. Also, sieht irgendwie aus wie so ein Käfer. Oder, wie so ein Dinosaurier. Wesentlich. Sorry. Instrumente hier spielen ist verboten. Es hat funktioniert. Copyright geschützt. Darf ich nicht abspielen lassen. Sonst kommt die Gamer und ich bekomme kein Geld. Ach, wir kommen hier wieder nicht rein. Dafür brauchen wir wieder Brain Hack. Mann, wir haben doch nichts getan. Von mir aus kann ich auch irgendjemand heiraten und dann passt das doch. Also es ist doch hier die Welt der Liebe.
Also, oh, Manhunter kann hier was machen. Und hier kann er auch rein. Was hast du gefunden, Manhunter? Sachen zum kaputt machen. Ah. Super gemacht. Hier außen rum fliegen kann er nicht. Schon weird. So, Käfer. Eine romantische Ader zu haben. Du schlägst doch nicht vor, dass wir sie zum Date einladen. Das Ding will ich auch nicht daten. Das wird mich auffressen. Auch wenn es romantisch ist. Bitte verwandle dich in deine Menschenform. Bitte werde normal. Oh, noch ein Minikit. Jawohl. Na komm, sammeln es ein. Wie, diese Bienen haben mich jetzt daran gehindert. Alter, verpisst euch. Kann ich die nicht töten oder so? Jetzt will ich nicht durchkommen. Aber ich kann ja was bauen. Vielleicht sorge ich deswegen. Ah, kommen sie jetzt weg? Jawohl. Erst wenn man Musik abspielt, dann kommen sie weg. Ah, ich muss das hier noch entfernen. Cyborg. Hey, du sollst das kaputt machen. Und jetzt können wir was für Flash bauen. Alter, ich kann da nichts dagegen machen. Was soll denn das denn? Schon wieder. Ich kann nichts dagegen machen. So, aber jetzt. Na, komm, mach doch. Alter. Mach doch jetzt. Ah, endlich. Oh. Ja, da hast du jetzt Bock. Wollen wir heiraten, mein kleines Vieh? Hier. Dein Geschenk. Hey, für die Liebe. Das ist meins. Oh, wo geht's jetzt schon wieder hin? Guck mal da hinten. Da oben brauchen wir auch Grumpy, sehe ich gerade. Nein, da ist es schon wieder. Du hast gesagt, das gebe hier nichts Angst einflößen, das Manhunter. Und ich glaube dir auch noch. Cyborg, wir müssen versuchen, ruhig zu bleiben und uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Mir auch so. Die Liebe blendet uns. Das ist nicht gut. Brauchen wir noch Münzen. Brauchen noch ein paar Münzen. Schnell mal einsammeln hier. Haben die Äußerlichen. Geht das nicht her kaputt? Mal, stimmt. Manhunter kann sich auch verwandeln. In so ein grünes Etwas. Er schlägt da einfach so einfach rein. Passt schon. Nein, du sollst... Meter. Ich wollte, dass Manhunter sich wieder zurückverwandelt. Jawohl, wahre Held. Und was hat das jetzt hier gebracht? Oh, ein Kuchen! The cake is not a lie, sag ich immer. Und was macht Manhunter dort? Das ist ganz komisch. Oh, ein Herz. Scheiß auf Manhunter. Cyborg macht das Letzte. Und jetzt wirst du in Ruhe sterben. Denn wir haben schön gedatet. Als ob das jetzt nicht... Als ob das jetzt nicht geklappt hat. Okay. Auf ein neues.
Wir daten noch einmal. Ein Gentleman, ich entschuldige mich. Liebe ist ein sehr starkes Gefühl, schwer zu bändigen. Seid gegrüßt, Starsifire. Hal Jordan schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe, um Brainiacs Taten gegen den Planeten Erde ungeschehen zu machen. Ich tue alles für Hal. Ich folge dir. Meins! 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 Die Macht der Liebe. Ich habe schon gemerkt, die Liebe hat geholfen. 100% wahrer Held, jawohl. Adam West, nein, nicht gefunden. Aber dafür sehr viele Minikits. 2, 3, 4. Ja, da entwickelt sich schon mal was. Star sehr viel. Haben wir jetzt freigeschaltet? Die ist ja eine Verbündete. Deswegen konnten wir sie einfach bekommen. Auch wenn wir ihr Vieh da noch töten mussten. Weil sie ja nicht mal rausrücken konnte. Jetzt wieder ein schöner Schwenker zu unserer Basis, wo wir wieder ein paar Missionen ausführen. Hat schon sowas Star Trek mäßiges. Gefällt mir. Sachte, sachte, pass auf! Bilderbuchlandung. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Oh, wir können sie auch direkt spielen. Geil. Gefällt mir. Nein, haben wir jetzt noch 2 Missionen offen. Jellius Nock und eine blaue Hoffnung. Ich gehe mal hier zu der blauen Hoffnung, also wahrscheinlich der blaue Lantern. Blau ist auch echt eine schlechte Farbe. Also, blau ist echt gut. Rein. Und sieht auch übrigens schön aus. Odin. Ich empfange ein Notsignal. Es ist St. Walker. Gerechtigkeitsliga, gerade rechtzeitig. Könnt ihr euch um die Schiffe der Reach kümmern? Nicht die Reacher, Insekten! Die lassen meine Schaltkreise erschauern! Irgendwo an seinem Körper muss es eine Schwachstelle geben, Cyborg. Du mich! St. Walker, hier spricht Martian Manhunter. Wir haben die Reach angegriffen. Aber warum sollten gigantische blaue Insekten Odem angreifen wollen? Weil die Blue Lantern wohl etwas haben, was sie für sich wollen. Die Reach wollen unsere Hauptbatterie stehlen und ihre Energie rauben. Siehst du? Wusste ich's doch. Wir müssen ihr Mutterschiff zerstören. Das ist unsere beste Chance. Danke. Seid vorsichtig und denkt daran. Alles wird gut. Gut, wir helfen jetzt mal den blauen Lantern, hier diese Viecher aus dem Weg zu räumen. Und ich habe direkt mal ein Minikit gefunden, das ist geil. Alter, kommt aus so einem Wurm raus. Und geil, dass wieder so eine Raumschiff-Passage kommt. Die mag ich ja sehr. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Hör auf zu schreien und stirb! Jetzt müssen wir 30 von diesen Zeugen zerstören und 7 Käfer. Ja, die sind ja einfach zu zerstören. Ja, easy. Guck mal, da 4 von 5. Okay, da oben gibt es noch was zum Zerstören. Und noch einen weiteren für unsere Sammlung. Okay, wo sind die Schlawiner? Da vorne. Da sehe ich sie doch. Ich kann nicht hinsehen. Haben wir das Schiff zerstört? Noch nicht, aber es sieht so aus, als würde unser Plan funktionieren. Das würde ich auch so unterschreiben.
Nur ein paar Treffer und dann sind diese Würmer komplett tot. Nur eine Ultra-Rakete. Jetzt haben wir noch so Mini-Würmer, die wir auch nur mit Raketen töten können. Jawohl, einen schon mal ausgeschaltet. Als, ah ja, bestimmt. Flieg einmal da rein und dann bin ich direkt tot. Das macht natürlich Sinn. Jetzt geh doch mal aus dem Weg. Hallo, hallo. So, jetzt haben sie alle weg. Martian Manhunter an St. Walker. Wir haben das Mutterschiff neutralisiert. Martian Manhunter, wir werden angegriffen. Wir brauchen eure Hilfe. Hat noch jemand Gänsehaut bekommen? St. Walker, die Verbindung ist abgebrochen. Wir müssen sofort hin und helfen. Gut, aber erstmal müssen wir diesen Wurm aus dem Weg räumen. Dann können wir weiter. Wir müssen St. Walker in dem ganzen Chaos aufspüren. Von hier hat St. Walker zuletzt gesendet. Er muss in der Nähe sein. Sieht nach einem netten Planeten aus. Vielleicht sind wir hier vor Hinterhalten sicher. Der sieht wirklich schick aus. Oh. Ich will das hier nicht alles kaputt machen. Guck mal, wie schön das aussieht. Ah, ein Hinterhalt! Kein bisschen sicher sind wir! Das ist kein netter Planet! Hilfe! Cyborg, beruhig dich. Das sind nur so Mini-Viecher. Die kann man töten. Das erinnert mich an Real Life. Einfach alle Mini-Viecher, alle Mini-Käfer da töten und dann passt das schon. Was ist hier unten? Was leuchtet denn hier? Kann ich nichts machen. Müssen wir wahrscheinlich da tauchen, aber ich habe den Tauchanzug nicht. Oder hat Cyborg den? Nee, der hat den nicht. Erstmal alles hier looten. Die können wir eh noch nicht mal weiter. Schade. Ich hab schon eine Dschungelmusik. Wo ist Rain Rain Johnson? Der passt doch immer hier so gut in Dschungelabenteuer. Ich drück schon wieder die falsche Taste. Das hier. Hä? Das Ding verstehe ich nicht. Und wir nehmen nicht zu blöd oder so. Aber ich verstehe dieses Teil nicht. Gut, aber hier ist noch ein paar. Oh, 10.000 Münze. Jawohl, das hat sich gelohnt. Stell dir vor, was ich alles tragen könnte, wenn ich so kräftige Arme hätte. Oh Mann! Ich will gar nicht drüber nachdenken, was am anderen Ende des Tentakels ist. Vergebt mir, Cyborg, nicht träumen. Wir möchten passieren. Der vergibt uns nicht. Oh je. Vielleicht hätte ich ihm stattdessen ein paar Schokokekse anbieten sollen. Hast du etwas von Keksen gesagt? Ich will Kekse! Ich hätte jetzt auch Bock auf Kekse. Leibniz-Kekse. Cyborg. Baller mal dort hoch. Nein, dort.
So. Geschafft. Meint ihr, dass er wirklich weg ist? Um das herauszufinden, sollten wir lieber nicht hierbleiben. Es sei denn, er kommt mit Geschenken für uns zurück. Nee, der kommt mit so einem... Mit Krotze kommt er wahrscheinlich. Hey, da oben. Warum soll... Das ist doch Adam West. Ich bin hier nur zufällig vorbeigekommen und dann ist mir das passiert. Genau, passiert mir auch immer. Kann ich nicht kaputt machen? Also wie ich den da wieder raushole. Was steht noch in den Sternen? Ach, da oben sehe ich es, okay. Ja, können wir eh nicht. Machen, was ich sehe. Warte mal, ich kann meine Teammates abschießen. Finde ich aber nicht so toll. Ah, 1 von 5, okay. Wieder was zum Abschießen. Da unten sehe ich es wieder. Keine Sorge, die sind keine Herausforderung. Kann ich noch nie abschießen? Na, muss näher ran. Jetzt. So, geht weg. Zertrampe ich die einfach. Wie ich es immer mit Ameisen mache. Hä? Ah, jetzt. Die bauen mir einfach so ein riesen Pflanzenmonster. Ja, geht schon. Okay. Was machen wir mich hier hinter? Können wir diesen Wurm hier entfernen? Hallo? Achso, ich kann ihn nur bewegen und dann kann ich wahrscheinlich. Ich muss das erstmal dort hinten auflasern. Hä, hey, wieso passiert da nichts? Ich kapier's nicht. So, hier müssen wir erstmal hier hinten weitermachen. Deswegen reißen wir diese Steine weg. Ah, und da kann ich mit Manhunter dort hoch. Und dann... Ich fürchte, bei meiner Größe stehen meine Chancen gegen diesen Tentakel nicht so gut. Keine Sorge, Manhunter! Ich helfe dir! Solange ich nicht zu nah ran muss! Hier oben kann ich nicht... Okay, hier oben kann ich nichts machen. Okay. So, bitteschön. Ah, und jetzt können wir das hier aufschmelzen. Tut mir leid, Wurm. Nein, tut's mir nicht. 10.000 Münze. Was hat der Flash da gerade für einen Anfall? Ist Saint Walker. Wir müssen ihn retten. Er wird von den Magneten festgehalten. Ich glaube, ich kann ihn befreien. Ich verstehe immer noch nicht, was wir davon haben. Eine neue Fähigkeit. Und einen neuen Charakter. Warum sagt mir das Spiel immer wieder, dass ich zu dieser Form verwandeln muss? Das weiß ich doch selbst. Saint Walker! Ich hatte gehofft, dass ihr rechtzeitig kommt. Saint Walker, wir haben das Mutterschiff ausgeschaltet, aber sie greifen immer noch an. Ein Skarabäus ist auf dem Weg zur Batterie der Blue Lantern. Wir müssen ihn aufhalten. Yeah, wir können noch spielen. Ah, und er kann auch graben. Er schiebt das so mit einer Kaffeetasse.
Habt ihr das gerade gehört? Eine schöne Eisskulptur. Vielen Dank, meine Freunde. Die Blue Lanterns stehen in eurer Schuld. Wir brauchen Hilfe, um Brainiacs Taten wieder ungeschehen zu machen. Ich hoffe, ich kann helfen. Oh, das war schon das Level. Kann ich ja nichts mehr finden. Okay. So, dann brauchen wir nur noch einen Lantern finden. Und dann haben wir alle Saint Walker aufbekommen. Nice. Ich liebe diesen Ort! Ich war schon einmal hier. Ich bin froh, dass alles heil ist. Wie wär's mit einer Führung? Nein, tut mir leid. Ich muss aufpassen, dass ihr nicht abhaut. Ich liebe es! Oh Mann, wann sind die endlich wieder normal? Jetzt werde ich mit meinen Superkräften diese Kristalle komprimieren. Während ich meinen Mikroskopblick benutze, werde ich sicherstellen, dass ihre Kristallstruktur stimmt. Gen, was findet Wonder Woman bloß an dir? Ich muss mich beeilen. Wonder Woman mag mich. Hat sie dir das gesagt? Dieser Gag, Alter, mit Wonder Woman und Superman. Na gut, in der nächsten Folge holen wir das letzte Lantern-Stück und werden mit Superman irgendwas in dieser Eislandschaft da was machen. Keine Ahnung, was wir da machen. Aber das werden wir dann herausfinden. Haut rein. Ciao, ciao.